Die Inquisition war unerbittlich und grausam. Wer in ihre Fänge geriet, der konnte ihrem Urteil nicht mehr entkommen. Verhöre, Folter und oft genug der Scheiterhaufen warteten auf die Angeklagten. Mit Erbarmen konnten sie nicht rechnen. Die Inquisition ist eines der dunkelsten Kapitel in der Kirchengeschichte. Wir wollen heute mal wissen, wie so ein Inquisitionsprozess vor sich ging und warum sich die Kirche überhaupt so was Unmenschliches hat einfallen lassen. Und diese gruseligen Sachen, die du da zusammengetragen hast, Dennis, das waren wohl alles Folterinstrumente, oder? Ja, es ist unvorstellbar grausam, was man mit den Menschen da früher angestellt hat. Gucken Sie mal hier, das ist noch eines der harmloseren Sachen. Daumenschrauben haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Und wenn wir uns das nachher näher anschauen, dann kann man sich auch vorstellen, warum man da unter den Schmerzen praktisch alles und noch viel mehr gestanden hat. Auch wenn keiner mehr auf dem Scheiterhaufen heutzutage verbrannt wird, aber hätten Sie gedacht, dass es immer noch die Inquisitionsbehörde der römisch-katholischen Kirche gibt und dass auch immer noch Prozesse stattfinden? Wenn Sie dranbleiben, dann werden Sie erfahren, was man den Leuten da vorwirft und inwiefern man mit Strafen droht. Denn das werden wir alles später in dieser Stunde besprechen. Tja, und trotz allem, und das ist das Überraschende, soll die Einrichtung der Inquisition letztlich ein großer Fortschritt gewesen sein, wenn es um die Art der Verfolgung von Andersgläubigen, also sogenannter Ketzer, geht. Das ist ja wirklich kaum zu glauben. Diese Frage muss ich da gleich mal unserem Gast stellen. Dr. Rainer Decker, herzlich willkommen. Danke. Sie sind Inquisitionshistoriker und forschen über diese dunkle Zeit. Jetzt die Frage, warum soll nun die Inquisition ein Fortschritt gewesen sein? Man muss dabei bedenken, wie vor der Einrichtung der Inquisition die Wahrheitsfindung war bei Strafprozessen. Und zwar, wenn ein Täter nicht auf frischer Tat ertappt wurde. Wie stellte man dann fest, wer der Schuldige war? Und da griff man zum Teil auf sehr, aus heutiger Sicht, abergläubische Verfahren zurück. Zum Beispiel ein mutmaßlicher Mörder wurde zur Leiche gebracht. Und wenn das Blut plötzlich wieder anfing, den Körper aus dem Körper herauszuströmen, dann war das ein Beweis. Oder zwei Adlige kämpften gegeneinander und derjenige, der im Recht war, siegte, so glaubte man. Aber die Kirche kam zu der Überzeugung, dass das doch wohl nicht rationale Verfahren der Wahrheitsfindung seien und hat so ihren Geistlichen seit dem 13. Jahrhundert die Teilnahme an solchen abergläubischen Prozessverfahren untersagt. Mhm. Sind diese Art von Prozessverfahren das, was man auch Gottesurteil nennt? Das könnte man so sagen, obwohl sie zum Teil gar keinen christlichen Ursprung haben, sondern auch noch in heidnische Zeit zurückgehen, etwa die Wasserprobe bei den Hexen. Das hat keine christliche Wurzel, sondern einen magischen Hintergrund. Die Hexe geht nicht unter, sondern bleibt an der Wasseroberfläche, so glaubte man. Und das hat sich zum Teil noch gehalten bis ins 17. Jahrhundert, eine solche irrationale Form der Wahrheitsfindung. Aber damit wir die Zeit noch mal richtig einordnen, die Inquisition kam dann wann genau ins Spiel? Im 13. Jahrhundert, also im Hochmittelalter. Mhm. Um jetzt mit zwei Begriffen auch mal gleich von Anfang an Klarheit zu schaffen, Heretiker, Ketzer sind Leute, die die Kirche kritisiert haben, richtig? Und zwar in massiver Form kritisiert haben, die nicht einfach Sünder sind. Zum Beispiel jemand, der sagte, der Ehebruch beging, hat eine Sünde begangen. Aber dann war er noch kein Ketzer. Wenn er aber sagte, Ehebruch ist keine Sünde, dann griff er ja das System, die Morallehre der Kirche an. Und das war heretisch. Erstaunlich finde ich ja in dem Zusammenhang, dass Ketzer, dieser Begriff, auch heute noch negativ besetzt ist, obwohl im Duden, ich habe da extra mal nachgeschaut, drin steht, dass es einfach eine Meinung ist, die von der Allgemeinheit abweicht. Mhm, das stimmt, ja. Das nur nebenbei. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass jetzt im 12., 13. Jahrhundert die Anzahl dieser Menschen so groß geworden ist? Oder hat man da einfach erstmal angefangen, grundsätzlich gegen vorzugehen? War die schon immer groß? Es hat auch schon vor dem 12. Jahrhundert Menschen gegeben, die vom Glauben der Kirche in irgendeiner Form abwichen. Aber im 12., 13. Jahrhundert mehrten sich diese Stimmen. Zum einen waren die Menschen frommer geworden, dadurch auch sensibler geworden, etwa für Missstände in der Kirche. Wenn also Ideal und Wirklichkeit der Lebensweise von Klerikern nicht übereinstimmten.
dann sind wahrscheinlich auch durch bessere Kommunikationsmöglichkeiten und Verkehrsverbindungen Ideen aus Südosteuropa und aus Asien nach Mitteleuropa gekommen. Ideen, die querlagen zu jedem christlichen Gottesbegriff. Mhm. Zu so einem Grüppchen kommen wir jetzt. Ja. Da, wo Südwestfrankreich ist, da haben sich Heretiker, also Ketzer, zusammengetan zu einer riesigen Protestbewegung. Sie haben sich auch einen eigenen Namen gegeben, Katharer, übersetzt die Reinen. Und denen haben sich dann bald immer mehr Menschen angeschlossen. Seit dem späten 12. Jahrhundert, also noch Jahrzehnte vor Beginn der Inquisition, hatten heretische christliche Gruppierungen wie die Katharer, Albigenser oder Waldenser in Dörfern und Städten wie hier in Carcassonne zahlreiche Anhänger gewinnen können. Die guten Christen, wie sie sich selber nannten, waren für das Volk glaubwürdiger als die Prälaten Roms, die in Saus und Braus lebten und sich weit mehr um ihren Pfründenschacher als um das Wohlergehen der Menschen sorgten. In Saint-Félix, unweit von Toulouse, hatten die Katharer sogar ein Konzil abgehalten, eigene Bistümer gegründet und Bischöfe eingesetzt. Eine Gegenkirche war entstanden, deren Existenz Rom nicht länger zu dulden bereit war. Am Beginn des 13. Jahrhunderts ruft Papst Innozenz III. Zum Kreuzzug gegen die Heretiker in Südfrankreich. Dem französischen König und den Kreuzfahrern verspricht er Sündenablass. Zudem soll der Besitz der Ketzer konfisziert und unter den Kreuzrittern verteilt werden. 1209 findet sich der französische König bereit, dem päpstlichen Drängen zu folgen. Der Kreuzzug gegen die Häresie war zu einem Eroberungsfeldzug gegen die Grafen des Südens geworden. Für die Adligen des Nordens war der Krieg eine Gelegenheit, sich auf billige Weise Ablass und vor allem Landbesitz zu erwerben. Und diesem Ziel widmeten sie ihren Kampf. Am Ende des Kreuzzugs, nach 20 Jahren, waren zwar zahllose vermeintliche oder echte Heretiker getötet worden, doch das Problem der Ketzerei war nicht gelöst. Ja, Herr Dr. Decker, warum war das Problem mit den Ketzern nicht gelöst zu dem Zeitpunkt? Südwestfrankreich grenzt an die Pyrenäen, ein relativ hohes Gebirge. Und bei den damaligen Straßenverhältnissen waren entlegene Dörfer nur schwer zu erreichen, sodass sich dort Rückzugsgebiete fanden, wo Menschen in einem ganz überschaubaren Bereich, angeleitet etwa von einem Pastor, der offiziell als katholisch galt, doch noch den Ideen der Katharer anhängen konnten. Also das heißt, man ist einfach nicht hingekommen und konnte da nichts ausrichten. Richtig. Aha. Nun gab es ja neben den Katharern auch noch andere Bewegungen, die sich von der Kirche in Rom abspalten wollten, nehme ich mal an. Wer zum Beispiel war das? Gerade wieder in Südfrankreich, Südostfrankreich, Norditalien, die Waldenser, benannt nach einem Kaufmann Waldes aus Lyon, die das Armutsgebot der Kirche in die Praxis umsetzen wollten und deswegen den Prunk, die Prachtentfaltung, die Machtentfaltung gerade der römischen Kirche und der Bischöfe kritisierten. Warum hat man dann irgendwann die Inquisition eingeführt? An sich war für die Bekämpfung von Ketzern herkömmlicherweise der Bischof, der zuständige Ortsbischof zuständig. Aber der erwies sich wohl aus Roms Sicht teilweise als überfordert. Es mussten Spezialisten heran. Und die wurden von Rom ausgesandt. Päpstliche Legaten mit Sondervollmachten, die mit den Ortsbischöfen zusammenarbeiten sollten, aber hochtrainiert und spezialisiert waren. Inwiefern trainiert? Sie hatten studiert auf den neuen Universitäten oder in den Ordenshochschulen der Orden der Franziskaner und Dominikaner. Sie waren mit dem Volk verbunden, viel mehr als die alten Orden, die hinter Klostermauern ihr ganzes Leben mit Beten und Arbeiten verbrachten. Sie sprachen die Volkssprache, sie waren selber arm und nahmen teilweise somit den Ketzern den Wind aus den Segeln. Also das heißt, Rom wollte letztlich mit diesen Inquisitionsprozessen, die es dann in der Folge gab, einfach erreichen, dass diese Ketzer mundtot wurden. Ja, dass die Einheit der Kirche gewahrt blieb, dass die Fundamente des Glaubens und der Sitte in ganz Europa galten. Und gerade weil die Macht der Päpste im 12. und 13. Jahrhundert immer stärker wurde, konnte Rom mit Hilfe dieser Sonderbevollmächtigten vor Ort eine ganze Menge erreichen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Inquisitoren kommen, das waren Mönche, Dominikaner, Franziskaner? Warum? Ja.
Ja. Damit sie den anderen bildungsmäßig überlegen waren? Oder warum hat man die gerade genommen? Es waren Seelsorger und es mussten also damit auch Priester sein. Es waren ja nicht nur Richter, sondern auch Menschen, die die Messe hielten, die Sakramente spendeten, die Beichte hörten und so weiter. Und gerade diese neuen Orden des Heiligen Dominikus und des Heiligen Franziskus brachten einen neuen Schwung in die Kirche mit. Mhm. Und waren eben auch ein Vorbild in ihrer persönlichen Lebensführung als Bettelmönche und zugleich die Dominikaner als der Orden der Ordo Predicatorum, der Orden der Prediger, in der Volkssprache sehr volksverbunden, sodass sie viele erreichen konnten. Anders als die einfachen Dorfpasteure, die oft ungebildet waren, oder als die Benediktiner und Zisterzienser, die wie gesagt weitgehend hinter ihren Klostermauern blieben. Die Mönche waren ja damals die einzigen, die über eine Art von Bildung verfügten durch die Klöster. Wie muss man sich denn das Amt und den Alltag eines Inquisitors vorstellen? Der Inquisitor war von Rom aus mit einer Vollmacht ausgestattet, die für ein oder mehrere Bistümer galt. Er sollte Kontakt aufnehmen mit den dortigen Bischöfen, mit ihnen zusammenarbeiten. Wenn die das verweigerten, konnte er allein die Ketzer aufspüren. Ganz wesentlich war aber, damit er überhaupt etwas bewirken konnte, er brauchte die Kooperation, mit modernen Begriffen gesagt, des Staates, der weltlichen Obrigkeit. Denn er konnte nicht selbst Leute Zeugen vorladen, Verdächtige verhaften, sie foltern lassen oder gar hinrichten lassen. Das war Sache des Magistrates einer Stadt, eines Barons eines Dorfes oder des Fürsten eines Territoriums. Residierte er denn in der Stadt, mit der er betraut war, oder in dem Gebiet? Ja, er residierte meist in seinem Kloster, dessen Orden er angehörte, und bereiste von dort aus seinen Sprengel gewissermaßen. Gab es auch Fälle, wo sich jetzt irgendwelche Pastoren vor ihre Schäfchen gestellt haben und die Konfrontation suchten? Ja, einfache Pasteure wohl weniger, aber es gab selbstbewusste Bischöfe und gerade auch in Deutschland hohe Kirchenfürsten und Laien, die sich nicht ohne weiteres etwas von einem Inquisitor, selbst wenn er vom Papst bevollmächtigt war, sagen ließen, die den auflaufen ließen. Woher wussten denn die Inquisitoren überhaupt, wer ein Ketzer sein soll und wer nicht? Zunächst haben sie mal die Leute befragt. Sie haben ihnen angeboten, wenn sie sich freiwillig melden und denunzieren, dann kommen sie straffrei oder mit einer milden Strafe davon. Haben das Leute gemacht? Ja, durchaus. Ja. Das übrigens gibt es heute noch im Finanzrecht. Wenn man sich selber anzeigt, man habe Steuern hinterzogen, dann braucht man keine Strafe zu bezahlen. Man muss nur die Steuern nachbezahlen. Also durchaus ein modernes Verfahren. Dann wurden natürlich vielfach Anzeigen entgegengenommen, nicht anonym Anzeigen. Die wanderten quasi in den Papierkorb. Aber es war streng verboten, Ketzer zu begünstigen, sie bei sich unterzubringen, auch nur in der Nachbarschaft zu dulden. Und wenn dann ein frommer Gläubiger zur Beichte ging, zum Pastor und seine Sünden bekannte, er wisse, da sind Ketzer in der Nachbarschaft, dann bekam er nicht die Absolution. Der Pastor sagte ihm, du musst zum Inquisitor gehen und dem das melden. Und wenn du dem das angezeigt hast, dann kannst du wiederkommen, dann bekommst du die Absolution. Aber da muss man sich ja mit der christlichen Religion auch ganz gut ausgekannt haben, um überhaupt entscheiden zu können, ob man jetzt selber schuldig war, irgendwas zu denken, was da vielleicht nicht so richtig am Platze ist oder so, ne? Das ist richtig. Die Inquisitoren gingen davon aus, dass die Bevölkerung vielfach auch sehr ungebildet war. Wenn also jemand subjektiv meinte, etwas sei im Sinne der Kirche, was objektiv eine Ketzerei war, dann kam er mit einer Verwarnung davon. Nur wenn er in einem Jahr wieder auffiel, dann konnte er sich nicht mehr darauf beziehen oder sagen, ich war so naiv, ich wusste das nicht. Tja, einer der Inquisitoren, die am meisten gefürchtet waren, war der Dominikanermönch Bernard Guy. 17 Jahre lang hat er seine bohrenden Fragen gestellt. In einer nachgestellten Szene schauen wir uns jetzt mal an, wie so ein Inquisitionsverfahren abgelaufen ist. Wer einmal der Ketzerei beschuldigt war, wurde in ein Netz gezogen, aus dem nur schwer zu entkommen war. Wie so ein Verhör ablaufen konnte, hat Bernard Guy in seinem Handbuch des Inquisitors exemplarisch beschrieben. Wird ein Ketzer zum ersten Mal vor Gericht geladen, tritt er für gewöhnlich mit argloser Miene auf, um den Eindruck zu erwecken, er sei frei von Schuld. Darum frage ich als erstes, welchen Grund er denn für seine Vorladung vermute. Er antwortet: Gnädiger Herr, ich hätte den Grund meiner Vorladung gern von euch erfahren.
Ihr seid angeklagt, ein Ketzer zu sein. Einen anderen Glauben zu haben und zu verbreiten als die Heilige Kirche. Unser Herrgott weiß, dass ich unschuldig bin. Ich folge keinem anderen Glauben, gnädiger Herr. Nur dem wahren Christenglauben. Ihr sagt das, weil ihr euch als wahre Christen seht. Für euch sind wir die Falschgläubigen und Ketzer. Meine Frage an euch ist, ob denn für euch ein anderer Glaube wahrer ist, als der, den die Heilige Römische Kirche die Menschen lehrt. Ich gehorche und diene nur dem Glauben, den die Römische Kirche uns lehrt, dem wahren Glauben. Es könnte doch sein, dass in Rom Mitglieder eurer Sekte leben, eine Gemeinschaft, die für euch die Römische Kirche ist. Wenn ich predige, rede ich sicher auch von Dingen, die uns gemeinsam sind, zum Beispiel, dass Gott existiert. Und so glaubt ihr etwas von dem, was auch ich predige. Aber ihr könnt dennoch an anderes glauben, als an das, was für einen wahren Christen vonnöten ist. Ich glaube an alles, woran ein wahrer Christ glauben muss. Ich kenne eure Schliche. Nur den, der dem Glauben eurer Sekte folgt, verseht ihr mit der Bezeichnung wahrer Christ. Wir verschwenden hier nur Zeit mit dem Geplänkel. Antwortet ohne Umschweife. Glaubt ihr an Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist? Ja, ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, auferstanden und aufgefahren in den Himmel? Ja, ich glaube. Glaubt ihr ebenso daran, dass bei einer Messe, die ein Priester zelebriert, Brot und Wein durch die Kraft Gottes verwandelt werden in Leib und Blut Jesu Christi? Glaubt ihr daran? Sollte ich das besser nicht tun, verehrter Herr? Ich fragte, ob ihr glaubt, nicht, ob ihr nicht glauben sollt. Was ihr und andere gute Doktoren mich zu glauben lehren, glaube ich. Eben jene Doktoren sind die Meister eurer Sekte. Ihr glaubt mir, wenn mein Glaube mit ihrem übereinstimmt. Mein Herr, darauf kann ich nur antworten, ich glaube wie ihr, wenn ihr mich lehrt, was für mich gut ist. Ihr meint also damit, wenn ich dasselbe lehre, was eure Meister sagen, wäre das gut für euch? Ich frage euch, glaubt ihr, dass der Leib Jesu Christi auf dem Altar ist? Das glaube ich. Ihr wisst, dass da ein Leib ist und dass alle Leiber von unserem Herrn geschaffen sind. Ich wiederhole die Frage, ist der Leib auf dem Altar für euch der Leib unseres Herrn? Gestorben am Kreuz? Auferstanden von den Toten? Aufgefahren in den Himmel? Gnädiger Herr, glaubt ihr das nicht? Ich glaub's zutiefst. Das glaube ich auch. Ich will wissen, ob ihr es glaubt, nicht ob ihr glaubt, dass ich es glaube. Ihr dreht und wendet meine Worte, dass mir im Kopf ganz schwindelig wird und ich nicht mehr weiß, was ich euch antworten soll. Ich bin nur ein einfacher Mann, nicht klug. Ich bitte euch, knüpft aus meiner Einfalt keinen Strick für mich. Also ich glaube, ich hätte an mancher Stelle auch nicht gewusst, was ich da antworten soll. Irgendwann habe ich den Faden verloren. Ne? Ja, also der Angeklagte kann einem ja letztlich leid tun, weil er kann sagen, was er will. Es wird ihm immer irgendwie ein Strick draus gedreht, oder? Aber so einfältig ist er gar nicht, wie er hier tut. Der Fall, wie er hier beschrieben wird, ist so dargestellt, der Mann ist wirklich ein Ketzer. Er gibt es nur nicht zu. Das kann man natürlich auch verstehen. Und seine Strategie besteht nun darin, einerseits es nicht zuzugeben, andererseits aber auch nicht zu lügen. Und das erkennt der Inquisitor und er dringt ihn so in die Enge, dass er eigentlich zugeben muss, dass er wirklich ein Ketzer ist. Und das ist durchaus oft so gewesen, dass die Inquisitoren echte Ketzer oder echte Häresie im Sinne der Kirche aufgespürt haben. Dass sie absolut unschuldig auf den Scheiterhaufen gebracht haben, ist selten vorgekommen. Wie ist dieser Fall ausgegangen? Weiß man das? Das ist nur ein typischer Fall, aber es gibt eine Statistik über die Urteile von Bernhard Guy. Etwa 900 Menschen hat er vor sein Inquisitionsgericht gestellt. Von denen sind etwa 40 von ihm zum Tode verurteilt worden. Und die mehrere hundert sind relativ milde bestraft worden, weil sie Ersttäter waren und reumütig waren. Andere wurden zu Kirchenbußen wie Wallfahrten oder Tragen eines Ketzer- und Büßergewandes verurteilt. Ich muss da noch mal einhaken, weil ich zweifle wirklich an meiner Wahrnehmungsfähigkeit. Haben Sie anhand der Szene und der Frage und Antwort rausgekriegt, dass ein Ketzer ist, oder kennen Sie diesen bestimmten Fall? Es geht darum, wie dieser Fall dargestellt ist. Das ist ja ein Musterfall. Und Bernhard Guy stellt den Fall so dar, dass der Betreffende ein Ketzer ist, sich aber seinen Hals aus der Schlinge ziehen will. Und zwar durchaus raffiniert, gar nicht so einfältig, wie er tut. Also es ist möglicherweise ein Musterfall aus diesem Handbuch, das Bernhard Guy geschrieben hat. Das Handbuch des Inquisitors, ne? Das hat er ja verfasst. Und das sollte eine Anleitung sein für andere Inquisitoren. Ja. Genau, dazu passt auch eine Zuschauerfrage von Thorsten Pietzka. Besser gesagt, es sind zwei, aber wir beantworten erstmal nur die eine. Er möchte nämlich wissen, ob es eine spezielle Ausbildung gab. Wir haben ja gehört,
Es waren Dominikaner, also Mönche, gebildete Leute. Eine spezielle Ausbildung gab es so nicht. Der Inquisitor hatte die Möglichkeit, einen Berater zur Seite zu nehmen. Und über dieses Beratertum wurde der dann irgendwann wieder zum Inquisitor. Und es gab halt diese verschiedenen Handbücher, die wir auch besprochen haben, zur Anleitung. Über die zweite Frage von Thorsten Pietzka, ob heute noch eine Inquisition in der katholischen Kirche existiert. Ich hatte es kurz angesprochen am Anfang der Sendung, werden wir übrigens später noch reden. Ja, was mich natürlich noch interessieren würde, wie hätte man sich denn überhaupt verteidigen können, wenn man der Ketzerei angeklagt war? Hätte man noch irgendjemanden als Beistand zum Beispiel mitnehmen können, so eine Art Anwalt, wie wir es heute kennen? In der Neuzeit, ab dem 16. Jahrhundert, war das möglich. Ein solcher Rechtsanwalt wurde sogar für arme Leute von der Inquisition gestellt. Der Anwalt durfte aber nicht den Angeklagten in seiner Ketzerei bestärken. Er durfte nur eine Strategie entwickeln, die die Unschuld des Angeklagten versuchte nachzuweisen dabei. Am Anfang eines solchen Prozesses wurde jeder Angeklagte gefragt, ob er in seiner Nachbarschaft Feinde hatte. Denn da war der Verdacht dann groß, dass die ihn auf diese Weise auf den Scheiterhaufen bringen konnten, weil sie eine private Fehde mit ihm hatten. Und wenn er da eine Reihe von Namen genannt hatte, war die Inquisition natürlich vorsichtig, diese Menschen als Belastungszeugen zu nehmen. Mhm. Im Übrigen, wie gesagt, die Selbstanzeige, dadurch konnte er seinen Kopf retten oder nur mit einer milden Strafe davon kommen. Er konnte auch nachweisen oder versuchen nachzuweisen, dass er einfach keine Kenntnis hatte, dass das, was er sagte, heretisch war. Zu welchem Zeitpunkt hat man ihn gefoltert? Das war nur das letzte Mittel. Wenn der Angeklagte aus der Sicht des Gerichts als schuldig galt, es aber nicht zugab und wenn das Gericht der Überzeugung war, dass es noch mehr Täter gab, dass ein ganzes Komplott da war und dass man auf diese Weise die Namen der Zeugen oder seiner Mitverschworenen aus ihm herauspressen musste. Ja, wir können ja uns mal so ein paar Foltermethoden angucken. Hier vorne haben wir ein bisschen was zusammengetragen aus dem Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber. Das sind die verschiedensten Instrumente und ich glaube, die erste Stufe war, dass man die Instrumente den Nichtgeständigen mal vorgeführt hat, um zu zeigen, hey, das können wir mit dir anstellen, oder? Ja, und das hat viele dann vernünftigerweise zur Einsicht gebracht, nicht gleich die Qualen gar nicht mehr auf sich zu nehmen, sondern gleich das zu gestehen, was man hören wollte. Ja, fangen wir mal gleich mit diesen Fingerschrauben an. Also Finger drunter, ja. Dann wurde hier oben zugeschraubt. Das war also entweder so aus Metall oder Stahl oder es war aus Holz mit Nägeln drin und es wurde dann Finger und Daumen praktisch zerquetscht. Wann wurde das angewandt, sowas beispielsweise? Eben in den Inquisitionsprozessen, übrigens nicht nur der Kirche, sondern auch des Staates. Sowohl im weltlichen wie im geistlichen Recht hat man auf körperliche Unversehrtheit der Menschen wenig geachtet. Ja, ich meinte eigentlich, bei welcher Stufe, wenn man ihnen was verdächtigt hat. Waren das eher leichte Vergehen mit den Fingern? Schon eine schwere Ketzerei. Ja. Etwa, dass jemand behauptete, Jesus sei nicht von Maria jungfräulich geboren. Oder die Seelen der Menschen würden nicht in den Himmel kommen, sondern weiter nach dem Tode in anderer Gestalt weiterleben, wie die Katharer glaubten. Mhm. Dann gibt es hier sowas, das ist eine Beinschraube. Ja. Da wurde also das Gleiche mit dem Bein gemacht. Mit den Unterschenkeln. Die beiden Unterschenkelknochen wurden langsam zusammengepresst. Der Scharfrichter war an sich verpflichtet, darauf zu achten, dass keine bleibenden Schäden, also Brüche etwa und dauernde Quetschungen dabei zutage traten. Vielfach haben die das nicht beachtet. Aber die Folter war keine Strafe, sondern, so merkwürdig es klingt, eine Methode, mit der man meinte, die Wahrheit herausfinden zu können. Mhm. Dann, übrigens, das gab es auch noch, was für die Fingerschraube galt, gab es auch noch für ganze Finger. Ja? Da wird also hier, zack, bisschen enger gemacht und dann ja, tat es auf jeden Fall sehr weh. Die Anweisung dazu gab der Inquisitor, der Scharfrichter, der Henker war nur das ausführende Organ. Ein Spezialist auch für Knochen, auch für Heilung von Knochenbrüchen. Der musste also aufpassen, dass er nicht zu sehr zudrehte. Dann habe ich hier die Abbildung einer Schreckbank. Sie ging nicht ganz in unser Studio rein. Wenn er sich ein paar Mal geweigert hat, es zuzugeben, ja, oder? Ja, ein schärfer Grad. Wenn Daumenschrauben und Beinschrauben, die man übrigens auch spanische Stiefel nannten, die Beinschrauben, wenn das nicht reichte, war ein übliches Verfahren das Ausdehnen des Körpers, etwa auf dieser Streckleiter. Und dann gab es noch das sogenannte Aufziehen. Da haben wir hier sowas. Ja, Strick,
kennt wahrscheinlich jeder, aber nicht um den Hals, sondern es wurden nach hinten praktisch die Hände hochgebunden und dann wurde er, wo auch immer, unter die Decke gezogen. Da gibt es auch eine Abbildung. Also es müssen Sie sich ungefähr so vorstellen. Wann kam das zum Einsatz? Das war der weitgehend der schärfste Grad der Folter eben bei schweren Verbrechen und Verdacht, dass eine ganz große Verschwörung dahinter steckt. Ja. Insbesondere bei den Hexenprozessen des Staates wurde dieses Verfahren in Deutschland massenhaft angewandt. Was passiert, wenn ein Mensch so hochgezogen wird? Es führt natürlich zu unerträglichen Schmerzen in den Schultergelenken. An sich sollte ein Auskugeln verhindert werden, aber das gelang oft nicht, zumal dann, wenn noch zusätzlich der Körper, das sehen wir hier nicht, mit Gewichten verstärkt wurde. Also die Schmerzen wohl für die meisten unerträglich wurden. Und damit es nicht so laut wurde, gab es noch eine Mundbirne. Das war ein Knebel, kein Folterinstrument. Die Schreie sollten nicht zu laut werden, insbesondere auch bei der Hinrichtung nicht, wenn Angeklagte ihre Unschuld beteuerten auf dem Scheiterhaufen oder das Gericht verfluchten. Wenn man das befürchtete, wurden sie buchstäblich mundtot gemacht. Also was ich nicht ganz verstehe, es kann sich doch jeder eigentlich vorstellen, dass man unter solchen Schmerzen, wenn man da gefoltert wird, alles gesteht. Also ich meine, es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass man da einfach ruhig bleibt. Das muss den Inquisitoren doch auch klar gewesen sein. Ja. Sie waren gehalten, die Folter nur anzuwenden, wenn die Schuld des Angeklagten auch so feststand. Aber man brauchte für ein Urteil eines Angeklagten, der nicht auf frischer Tat ertappt worden war, das war ja bei Ketzerei meistens der Fall, und bei Hexen eben ein Geständnis und zusätzlich die Namen der Komplizen. Wobei man noch dazu sagen muss, dass gelegentlich durchaus insbesondere auch Frauen die Folter ohne Geständnis überstanden haben. Dann wurden sie freigesprochen, aber nicht wegen erwiesener Unschuld, sondern nur mangels Beweises. Ach, tatsächlich, die konnten freigesprochen werden. Ja, aber wurden dann aus dem Gerichtsbezirk verbannt, weil sie doch in der Nachbarschaft als Ketzer oder als Hexen galten. Das war vielleicht sogar besser für sie, wenn sie die Heimat verließen. Dann wurden sie wenigstens auf der Straße nicht gelüncht. Also wenn wir an die Inquisition denken, dann denken wir ja eigentlich meist an diese brennenden Scheiterhaufen. Also das ist ja zumindest so das Letzte, was einem dann drohen kann. Gab es überhaupt andere Strafen, wenn man schon schuldig gesprochen wurde? Ja, es gab eine ganze Palette von Strafen, insbesondere bei kleinen Delikten, bei Alltagsvergehen, zum Beispiel abergläubische Zaubersprüche etwa oder Freitagsfleisch essen, also das Fastengebot in der Fastenzeit nicht achten und dergleichen. Dann kam man mit einer Verwarnung davon oder ein höherer Grad war schon, dass man in einem Büßergewand an der Kirchentür während des Sonntagsgottesdienstes mit einer brennenden Kerze in der Hand etwa stehen musste, auch etwas zum Gespött der Leute. Oder man musste eine kostspielige Pilgerfahrt auf sich nehmen und dergleichen. Alles Dinge, die sehr stark abgestuft waren. Die Hinrichtung war nur das letzte Mittel bei verstockten Sündern oder rückfälligen Tätern bei schwerer Ketzerei. Ich wollte das Büßergewand noch zeigen, da habe ich mir auch ein Foto von. Und zwar einmal ja, hier das etwas harmlosere, möchte ich mal behaupten. Ja? Und daneben das, wenn man zum Scheiterhaufen verurteilt wurde. Bei welchen Vergehen musste man wirklich verbrannt werden? Ja, also wenn man etwa die Unfehlbarkeit des Papstes bestritt oder die Jungfräulichkeit Mariens, die Existenz von Himmel, Hölle und Fegefeuer etwa und auch hartnäckig dabei blieb oder nachdem man vorher schon mit einer solchen starken Verwarnung davongekommen war, nach einem Jahr etwa rückfällig wurde, dann kannte die Kirche kein Pardon mehr. Unsere Zuschauerin Anneliese Hensel hat uns noch gefragt, in welchen Ländern die Inquisition denn aktiv war. Und da habe ich uns eine Karte besorgt. Vielleicht können Sie uns das mal zeigen. Gerne. Also die Inquisition war grundsätzlich im gesamten Bereich der römisch-katholischen Kirche verbreitet. Bis zur Reformation, also bis zum 16. Jahrhundert, im gesamten West-, Nord- und Mitteleuropa. Insbesondere aber dort, wo die Katharer und Waldenser im Mittelalter ihre Hochburgen gehabt hatten. Also in Südfrankreich und Norditalien, aber auch in Deutschland, im sogenannten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, bis hin in das Königreich Böhmen. Eine der bedeutendsten Figuren der tschechischen Geschichte ist auch Opfer der Kirchenverfolgung geworden, ein gewisser Jan Hus. Der hat der Kirche auch schwere Vorwürfe gemacht und musste dafür dann teuer bezahlen. Johannes Hus. Als Rebell, Märtyrer und tschechischer Nationalheld ging er in die Weltgeschichte ein.
Sein Kampf für die Reformation beginnt im goldenen Prag des 14. Jahrhunderts, 100 Jahre vor Luther. Eine Zeit, in der sich Böhmen vor Pestepidemien und Hungersnöten kaum retten kann. Die Hälfte des Landes besteht aus fetten Pfründen protziger Kleriker. Der Erzbischof ist Berater des Königs. Er herrscht in seiner gewaltigen Kathedrale über die Seelen der Menschen, verhängt Strafen, bewacht Schulen und Universitäten. Doch die Autorität der Kirche wird bedroht. Stimmen gegen die Prachtentfaltung der drei Päpste in Europa und gegen die Überheblichkeit der Kleriker werden laut. Vor allem Jan Hus. Mit 26 ist er bereits Theologieprofessor an der Prager Universität, dem Zentrum des revolutionären Denkens. Hier werden brisante Schriften gelehrt, der Glaube muss rein sein, die Priester arm und die Kirchengüter sollen enteignet werden. Die Intellektuellen werden der Ketzerei bezichtigt. In der schlichten Bethlehem-Kapelle bringen Hus und seine Freunde ihre Ideale unter das Volk. Jan Hus predigt ausschließlich in tschechischer Sprache, ein Affront gegen Rom. Die Menschen kommen zu Tausenden. Er schreibt Lieder, predigt gegen Unmoral, Unzucht, Lüge und gegen unwürdige Priester. Denn der Verfall der Sitten wird immer schlimmer. Sogar in der Kirche liegen sie miteinander. Von ihren Sünden kaufen sie sich mit Geld frei. Hus macht sich Feinde in der Stadt. Auf Geheiß des Königs verlässt er Prag. Er predigt aber weiter bei den Landleuten. 1414 wird er zum päpstlichen Konzil nach Konstanz gerufen, um seine Rechtgläubigkeit zu beweisen. Der König verspricht ihm einen Geleitbrief, das heißt, er sei frei, zu gehen, zu verweilen und zurückzukehren. Ein Königswort, Hus stimmt zu. Im November 1414 reitet Hus in Konstanz ein. Hier findet er zunächst Quartier bei der Witwe Pfister, heute ein kleines Museum in der nach ihm benannten Hussenstraße. Nach Konstanz kamen damals große Gelehrte, Kirchenfürsten, Bankiers, Dichter, Musiker, Gaukler und Dirnen. Papst Johannes der 23. eröffnet das Konzil. Er will seine beiden Gegenpäpste abservieren und die Ketzerei ausrotten. Doch eigentlich haben die Kardinäle die Macht in den Händen. Sie wollen gleich alle drei Päpste abschaffen. Der Fall Hus wird zur Nebensache. Als Ketzer gehört der ins Gefängnis. Im Dominikanerkloster wird er eingekerkert. Die Untersuchung beginnt. Zeugen werden in seine Zelle gebracht und müssen unter Eid gegen ihn aussagen. Selbst ehemalige Freunde aus Prag. Hus wird krank und bittet den König, ihn freizulassen. Doch dessen einzige Reaktion, Hus, wird in einen anderen Kerker gebracht, in die Burg Gottlieben am Untersee. Die Verhöre gehen weiter. Nach 72 Tagen im Turm findet die versprochene Anhörung statt. Im Münster zu Konstanz. Hus glaubt immer noch, dass er frei seine Lehren vom rechten Glauben vortragen darf. Doch es wird ein Schauprozess, ein Verhör. Er wird niedergeschrien, darf nur auf Fragen antworten oder kurze Erklärungen abgeben. Der König lässt ihn endgültig fallen, denn Hus weigert sich zu widerrufen. Das Konzil ruft die Henker und lässt ihn vor der Stadt verbrennen. Ja, Jan Hus wurde, das muss man jetzt allerdings sagen, nicht von einem Inquisitionsgericht verurteilt, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, sondern von den Teilnehmern des Konzils von Konstanz, also einer Kirchenversammlung. Das gab es also auch, dass die Kirchenfürsten direkt ins Urteil eingegriffen haben, gar nicht lange gewartet haben, bis so ein Prozess zu Ende war. Ja, das Konzil verstand sich als oberste Autorität in der Kirche, die über allen Inquisitoren stand, sogar über den Päpsten. Insoweit konnte es ohne weiteres einen solchen Prozess selbst durchführen. Allerdings weitgehend nach den Maßstäben der Inquisition. Also vor einem Inquisitor hätte Hus wahrscheinlich dasselbe Urteil erwartet. Es gab einige prominente Köpfe in der Geschichte, die vor die Inquisition geladen wurden. Beispielsweise der Philosoph Giordano Bruno. Er wurde dann 1600 in Rom hingerichtet, öffentlich verbrannt. Was hat man dem denn vorgeworfen?
Giordano Bruno war selbst eigentlich Dominikanermönch, aber dann aus Italien entwichen, hat eine große Europareise gemacht, ist überall angeeckt. Er hat behauptet, Jesus sei nicht der Sohn Gottes. Er sagte, das Weltall ist unendlich. Es hat keinen Anfang, kein Ende und auch kein Ende im Raum. Er war Pantheist und damit stieß er übel auf, nicht nur bei der römisch-katholischen Kirche, seiner eigenen, sondern bei den Calvinisten in Genf, bei den Anglikanern in London und bei den Lutheranern in Wittenberg. Er saß zwischen allen Stühlen. Berühmtestes Opfer war wohl Galileo Galilei. Der stand ja schon mehrere Male vor dem Inquisitionsgericht. Hat dann aber widerrufen, ganz im Gegensatz zu Hus, ist dem Ganzen dann im Scheiterhaufen entkommen. Was war ihm vorgeworfen worden? Ja, er hat im Sinne des Kopernikus das Weltbild vertreten, dass nicht die Erde im Mittelpunkt des Planetensystems und der Welt steht, sondern dass die Erde um die Sonne sich bewegt. Und da er das fest behaupte und nicht nur als Hypothese verkündete und dazu noch in einer Schrift dabei den Papst als Dummkopf hinstellte, der noch dem alten System anhing, hat die Inquisition und der damalige Papst ihm das sehr übel genommen und ihn nach Rom zitiert und ihn als auch rückfälligen Täter schon ihm massiv zugesetzt. Nicht nur Naturwissenschaftler kamen dran, auch Maler, Goya zum Beispiel. Und aufgrund dieses Bildes, des Maya-Bilds, können Sie uns dazu was sagen? Ja, die nackte Maya ist eines der freizügigsten Bilder gerade des 18. Jahrhunderts. Und das stieß gerade der spanischen Inquisition doch auf. Es war keine ganz große Ketzerei, aber man konnte es als Verstoß gegen das sechste Gebot, also das Gebot der Schamhaftigkeit und so weiter, deuten. Tja, nun war Goya dann als Spanier natürlich vor die spanische Inquisition gezerrt worden, muss man sagen. Die gilt ja als besonders hart. War das so und warum? Ja, die spanische Inquisition war wohl die härteste von allen, härter als die mittelalterliche oder härter als ihre Schwestern in Italien und in Portugal. Sie war mehr oder weniger eine Staatsinstitution. Der König hat sie geschaffen in Zusammenarbeit mit dem Papst und dem Klerus. Als nämlich Spanien sich im Süden auf der Insel ausdehnte und 1492, im Jahr als Kolumbus Amerika entdeckte, als da die letzte Festung der Mauren, der Araber fiel, Granada, wurden viele Muslime und Juden Untertanen des spanischen Königshauses. Man bemühte sich, sie zu Christen zu machen. Viele haben sich auch taufen lassen, haben aber wohl ihrem alten Glauben, also Judentum oder Islam, weiter angehangen. Und da kam die Inquisition eben ihnen auf die Schliche. Mhm. Die Inquisition gibt es, da mag man jetzt staunen, tatsächlich heute noch, also die Inquisitionsbehörde, natürlich in veränderter Form. Es gibt keine Folter mehr und auch keine Todesurteile. Und sie trägt auch einen anderen Namen. Wann war denn diese Zeit der Inquisition, so wie wir sie jetzt heute bislang bis hierhin besprochen haben, noch aktiv? Also die Inquisition, die Zeugen und Angeklagte vorladen konnte, die sie bestrafen konnte mit Gefängnis und dergleichen, die hat es bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gegeben. Vorher wurde sie natürlich in den Ländern der Reformation abgeschafft, das ist klar, in Norddeutschland, Ostdeutschland, Skandinavien und so weiter. Aber im 18. Jahrhundert haben auch katholische Fürsten, nämlich solche, die von der Aufklärung beeinflusst waren, der König von Portugal etwa und viele norditalienische Fürsten, haben gesagt, das gehört nicht mehr in unsere Zeit, das ist ein System der Intoleranz und überhaupt, wir sehen nicht ein, dass wir hier eine Organisation im Lande haben, die einem Ausländer, dem Papst, unterworfen ist, die wird abgeschafft. Und das war so um 1770, 80 und dann letzten Endes haben dann die Truppen Napoleons um 1800 auch in Spanien mit der Inquisition Schluss gemacht und in Italien. Die kam dann noch kurz in Spanien und in Mittelitalien wieder, aber die große Zeit war mit dem 19. Jahrhundert vorbei. Was diese Nachfolgeorganisation betrifft, was die macht heutzutage noch, das hören wir noch. Wir haben es ja gerade gehört, im 15. Jahrhundert sind die Inquisitionsprozesse dann doch sehr stark zurückgegangen. Aber kaum, dass dieses Übel endlich beseitigt war, kam ein neues auf, die Hexenverfolgung. Jetzt hat man Frauen und Männern vorgeworfen, gemeinsame Sache mit dem Teufel zu machen. Hexen, Frauen mit angeblich übersinnlichen Kräften. Dass sie damit nicht nur Gutes tun, sondern auch Unheil anrichten, davon war man zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert überzeugt. Da tobte in Europa der Hexenwahn. Die größten und schwersten Hexenverfolgungen fanden in katholischen Gebieten statt.
Aber auch in evangelischen Territorien kam es zur Hexenjagd. Anklagepunkte gab es viele. Immer wieder Zauberei. Also es geht um Schaden. Es geht darum, dass die Kuh nicht mehr genug Milch gibt. Es geht darum, dass die Kinder sterben. Die Kindersterblichkeit ist ja aufgrund der hygienischen Verhältnisse sehr hoch. Es geht sozusagen um Alltagsleben, in dem dies und jenes passiert und nicht auf natürliche Weise erklärt werden kann. Ja, im Gegenteil, die natürliche Weise der Erklärung ist irgendwann der Zauber und der Teufel. Und der steht dahinter und der tut es durch die Hexen. Durch Folter erpresste man Geständnisse von den angeklagten Frauen. Meist Heilkundige, Hebammen, Köchinnen, Alleinstehende. Ihr Los, erst Strickbank, Daumenschrauben, Eisenspitzen. Dann der Scheiterhaufen oder, wenn das Urteil milde ausfiel, das Henkersbeil oder der Galgen. Ein düsteres Kapitel in der Geschichte der Menschheit, auch in Baden-Württemberg. In Ravensburg wurden 1484 zwei Frauen bei lebendigem Leibe verbrannt. Unter Folter gaben sie zu, mit Hilfe des Teufels Unwetter und Missernten herbeigezaubert zu haben. Der päpstliche Inquisitor höchstpersönlich kümmerte sich um diesen Fall. Der Dominikaner Heinrich Kramer, Autor des gefürchteten Hexenhammers. In dieser Kirche rief er zur Hexenjagd auf und löste damit einen regelrechten Hexenwahn bei der Bevölkerung aus. Der Bodenseeraum wurde so zu einem der ersten Zentren der Hexenverfolgung im Mittelalter. In Ellwangen erinnert ein Kreuz an die schlimmste südwestdeutsche Hexenverfolgung. 360 Frauen, über die Hälfte der Ellwangerinnen, wurden um 1600 hier im Galgenwald hingerichtet. Allesamt Opfer dieser beiden Fürstpröpste, die Unschuldige ergreifen und hinrichten ließen. Von den Angehörigen verlangten sie ein Abkommensgeld. Freikaufen mussten sie sich von der Schande, verwandt mit einer Hexe zu sein. Auch ein Opfer der Hexenverfolgung in Baden-Württemberg, Katharina Kepler, Mutter des berühmten Johannes Kepler. Sie wurde 1615 in Leonberg nach einem geschäftlichen Streit von der Gattin eines Glasers der Hexerei bezichtigt. Die Angst der Menschen vor Zauberern, die ist ungeheuer groß, steigert sich zur Hysterie, sodass man im Nachbarn auf einmal nicht mehr den Nachbarn sieht, sondern einen Menschen, den es aufs Schafott zu bringen gilt, koste es, was es wolle. 6 Jahre lang dauerte der Prozess gegen Katharina Kepler. Dem Scheiterhaufen entkam sie nur durch den Einfluss ihres Sohnes, der Hofastronom und kaiserlicher Mathematiker Rudolfs II. War. Kurz nach ihrem Freispruch starb sie. Tja, Katharina Kepler wurde also nach dem Streit mit der Gattin eines Glasers angezeigt. Ja, also letztlich heißt das doch, dass jeder, der irgendwie Feinde hatte, angezeigt werden konnte, oder nicht? Grundsätzlich ja. Natürlich waren die Richter nicht so naiv und haben daraufhin gleich einen Haftbefehl oder gar Folterbefehl ausgestellt. Aber das Hexereidelikt konnte sehr leicht instrumentalisiert werden, weil Hexe jeder sein konnte, übrigens sogar Männer und Kinder. Waren denn diese Hexenprozesse dann Teil des Inquisitionsverfahrens? Grundsätzlich war das möglich. Hexen konnten von kirchlichen Gerichten verfolgt werden, weil sie ja Verbündete des Teufels waren, vom wahren Christenglauben abgefallen waren. Hexen wurden aber in den meisten Fällen von staatlichen Gerichten verfolgt, weil sie nämlich Böses, Schadenzauber begangen hatten, andere Menschen vergiftet hatten, ein Unwetter herbeigezaubert hatten, kleine Kinder umgebracht und aufgefressen hatten und so weiter. Und der Staat war da rigoroser. Für ihn gab es nur die Todesstrafe oder Freispruch mangels Beweises, jedenfalls in vielen Hexenprozessen. Die Kirche sah in den Hexen eher arme, verirrte Menschen, die auf den Pfad des wahren Glaubens zurückgeführt werden mussten. Und sie war auch vorsichtiger in der Vorstellung, die Menschen könnten auf Besen und Mistgabeln durch die Lüfte fliegen. Die Kirche sagte zwar, das ist grundsätzlich möglich, war aber doch vielfach skeptisch. Insoweit war der Inquisitionsprozess der Kirche durchaus ein Mittel der Wahrheitsfindung. Dann war Anlass der Hexenverfolgung, waren es gesellschaftliche Gründe in erster Linie oder gab es auch politische? Also dass die Hexen dem Staat oder wem auch immer geschadet haben?
Die große Zeit der Hexenverfolgung ist so im 16., 17. Jahrhundert. Eine Theorie zur Erklärung sagt, dass wir da eine kleine Eiszeit haben, eine massive Klimaverschlechterung mit vielen Missernten, mit Hunger in ungekanntem Ausmaße, dass also dann Sündenböcke gesucht werden mussten, etwa an Main und Mosel, wenn den Winzern die Reben plötzlich durch einen Hagel oder ein plötzliches Eis eben vernichtet worden waren, schrie alles nach einer Erklärung. Da muss einer dran gedreht haben, eine Verschwörung, die mit dem Teufel im Bunde war. Bei der Inquisition musste ich ja den Rein oder die Reinheit meines Glaubens praktisch nachweisen, bei der Hexenverfolgung, dass ich eine Hexe bin. Wie haben die das gemacht? Wenn eine Hexe verhaftet war, war das in Deutschland schon weitgehend mit dem Todesurteil identisch. Weil dann, wie gesagt, die Folter kam und nach dem Geständnis eben das Todesurteil. Im Vorfeld, wenn die Gerüchte im Dorf aufgekommen waren, dann konnte ein Verdächtiger versuchen, dagegen vorzugehen. Die anderen als Verleumder, als Beleidiger hinzustellen oder auch den Spieß umzudrehen und zu sagen, nicht ich bin die Hexe, die anderen, die wollen die Schuld von sich weisen. In jedem Fall war es sehr schwer und sehr komplex. Die Obrigkeit war in vielen Fällen auch nicht so naiv und hat auf jedes kleine Geschrei hin einen Hexenprozess angezettelt. Das hing auch von der Einstellung des jeweiligen Richters oder seines adligen Gerichtsherrn etwa ab. Den Anfang meiner Wissenstipps macht ein Buch, das ich Ihnen jetzt nicht unbedingt zum Kaufen empfehlen würde oder zum Nachlesen, ist relativ schwierig. Das ist der sogenannte Hexenhammer, eines der verheerendsten Bücher der Weltliteratur eigentlich. Vielen, vielen Menschen hat er den Tod gebracht. Da wird beschrieben, woran man Hexenverbrechen erkennt und was Hexen alles anrichten können. Und er gibt auch detaillierte Regeln für Prozesse gegen Hexen. Das können Sie auch hinten, dann steht es hier nochmal in Reinschrift, können Sie sich das also durchlesen. Sehr schwierig, aber interessant. Ich habe Ihnen ein paar einfachere Bücher rausgesucht. Zum einen Rainer Decker, Die Päpste und die Hexen. Da kann man nachlesen, welche Rolle denn die Päpste bei der Hexenverfolgung in Europa spielten. Anhand zahlreicher Beispiele wird da gezeigt, wie die Hexenverfolgung ablief, beispielsweise in Paderborn oder Graubünden in der Schweiz. Interessant sind auch die Kapitel, wo erklärt wird, wie es überhaupt zur Inquisition kam. Das wäre Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 ist von Gerd Schwerhoff, Die Inquisition. Da wird auf knapp 130 Seiten umfassend über die Geschichte der Inquisition informiert, von also der päpstlichen Inquisition im Mittelalter bis zur heutigen Glaubenskongregation. Da werden die einzelnen Epochen sehr, sehr übersichtlich dargestellt. Und ich habe noch etwas Klassisches von Dostojewski, Der Großinquisitor. Das ist also praktisch ein Teil einer Geschichte oder ein Kapitel aus dem Roman Die Brüder Karamasow von Dostojewski, spielt zur Zeit der spanischen Inquisition. Jesus kommt auf die Erde zurück und gerät in die Fänge eines Großinquisitors. Der macht Jesus zum Vorwurf, den Menschen die Freiheit gegeben zu haben, mit der sie aber eigentlich gar nicht umgehen können. Und die Inquisition oder die Aufgabe der Inquisition ist es jetzt, die Menschen unter Kontrolle zu halten und dass sie auch glücklich werden. Und Jesus solle sich da nicht weiter groß einmischen. Das ist sehr spannend. Und ich habe Ihnen noch zwei Seiten rausgesucht, die Sie sich auch nach der Sendung gern mal durchlesen können. Zum einen inquisition2000.de. Da kriegen Sie Antworten auf so Fragen wie zum Beispiel, was war die Inquisition, wie ist sie entstanden, wen verfolgte sie überhaupt. Da können Sie sich zum Beispiel auch virtuell vor einem Inquisitionsverfahren verantworten und erfahren dabei, was passiert, wenn Sie sich als Heretiker bekennen oder wenn Sie sich halt auch standhaft weigern zu bekennen bzw. zu widerrufen. Sehr interessant. Und zum anderen natürlich unsere Seiten von planetwissen.de. Dort auch Ausführliches zum Thema Hexen und Inquisition. Zum Beispiel auch, welche Prominenten verfolgt wurden. Sehr interessant. Und wir haben ein großes Kapitel über Hexenverfolgung. Da wird die Geschichte der Hexenverfolgung auch erzählt. Es gibt übrigens auch ein Kapitel zum Hexenhammer, den ich Ihnen gezeigt habe. Und noch Diverses über seinen Verfasser, den Heinrich Kramer. Wie immer das alles zusammengefasst auf planet-wissen.de. Das ist unser großes Online-Portal. Da dürfen Sie uns auch gerne Zuschauerfragen stellen. Wir haben die Themen der nächsten Sendung, die wir planen aufzuzeichnen, vorgestellt. Und da können Sie Ihre Fragen zu uns mailen. Und Sie finden uns auch im Videotext. Da sind wir auf der Seite 396. Auch heute noch gibt es eine Inquisitionsbehörde und wo anders könnte ihr Sitz sein als in Rom. Und noch immer finden dort Prozesse statt.
Rom, der Vatikan. Hier regiert der Papst. Ein letzter absoluter Souverän des Abendlandes. Ein Souverän, der herrschen will über die Seelen und Köpfe von 1 Milliarde Katholiken. Rom, das ist auch Erinnerung an dunkle Seiten der Kirchengeschichte. Andersgläubige in den eigenen Reihen werden heute nicht mehr verbrannt, wie im Jahr 1600 ein Giordano Bruno. Die Kirche hat Macht und Einfluss verloren. Die Inquisition wurde 1965 umbenannt in Kongregation für die Glaubenslehre. Ihr Ziel ist geblieben. Wer als kirchlicher Mitarbeiter, wie die US-amerikanischen Ordensleute Schwester Janine Gramick oder der Salvatorianerpater Robert Nugent, mit Schwulen und Lesben arbeitet, gerät rasch ins Visier der römischen Glaubenswächter. Im Juni 1999 trifft es zwei Ordensleute in Baltimore, USA. Robert Nugent ist Salvatorianerpater, 64 Jahre alt. Bis zu jenem Tag im Juli 1999 schreibt er, hält Vorträge, feiert Gottesdienste. Gewöhnliche Priestertätigkeiten. Ungewöhnlich sein Klientel. Fast 30 Jahre widmet Nugent seine Arbeit und sein Leben Schwulen, Lesben, deren Eltern und Freunden. Bald schon gerät er ins Visier der Glaubenswächter. 20 Jahre durchlebt Nugent die Belastungen eines römischen Verfahrens. Die Vatikanmühlen mahlen langsam. Ratzingers Urteil dann hart. Keine homosexuellen Seelsorge mehr, kein Amt im Orden, keine Pfarrei, kein Wort über den Prozess zu den Medien. Das Ende eines Lebenswerkes. Im Katechismus die kirchliche Wahrheit über Schwule und Lesben. Homosexuelle Akte sind in sich nicht in Ordnung. Schwule und lesbische Partnerschaften verboten. Was tut die Kirche denn dann für uns Schwule und Lesben? Diese Frage eines Schwulen an Ordensschwester Janine Gramick steht am Anfang. Gramick hatte gerade ihre Doktorarbeit in Mathematik abgeschlossen und sollte an einer Highschool unterrichten. Seit diesem Tag aber versucht Janine Gramick, etwas für Schwule und Lesben zu tun. Ganz katholisch. Sie organisiert Gottesdienste, gewinnt dafür Pater Robert Nugent. Sie versuchen, Brücken zu schlagen zwischen zwei Welten. Nach 20-jährigem Verfahren zermürbt, akzeptiert Pater Robert Nugent den Urteilsspruch der Glaubenswächter. Ich habe es aus verschiedenen Gründen akzeptiert. Vor allem wollte ich weiter meinen Dienst als Priester innerhalb der Kirche ausüben, um besser Menschen helfen zu können. Ich denke, ich kann so wirkungsvoller sein, als wenn ich kein Priester mehr wäre. Zweitens lebe ich als Ordensmann das Gehorsamsgelübde. Und obwohl man immer hofft, dass es nicht zu so harten Entscheidungen kommt, ist es möglich, dass man diesen Gehorsam durchhalten muss, wenn man der Kirche Gehorsam verspricht. Aber ich denke, der wichtigere Grund liegt in der Kirchengeschichte. Ich bin nicht der Erste, der solche Schwierigkeiten durchstehen muss. Eine Reihe von Theologen, mit denen ich mich gar nicht vergleichen will, wurden erst zum Schweigen gebracht und haben letztlich im Lauf der Geschichte Recht bekommen. Nach mehrwöchiger Zurückgezogenheit im Gebet akzeptiert Schwester Janine Gramick das Urteil der Glaubenskongregation nicht. Im Mai 2000 verhängt ihr Orden ein Bußschweigen über sie. Die römischen Glaubenswächter halten fest an der Idee der einen Wahrheit. Auch eine Frage des Machterhalts? Doch die Wahrheit ändert ihr Gesicht im Lauf der Zeit. Herr Decker, wie verläuft denn so ein Prozess heute? Wurden jetzt beispielsweise Schwester Gramick und Priester Nugent vorgeladen, um sich da auch tatsächlich verteidigen zu können? Wurden die angehört? Sie wurden schriftlich angehört. Das Verfahren lief über mehrere Jahre auf dem schriftlichen Wege. Die Veröffentlichung der beiden Geistlichen wurden von Rom unter die Lupe genommen. Dann wurden Nachfragen gestellt. Es wurde ihnen Gelegenheit gegeben, kritische Fragen zu beantworten. Und das zielte darauf ab, dass die beiden im Sinne Roms bekannten, dass Homosexualität keine Sünde sei. Sünde sei. Mhm. So steht es ja im Katechismus. Und das ist wohl in den Augen der Kongregation für die Glaubenslehre, wie die Inquisition heißt, nicht befriedigend ausgegangen. Und daher haben die beiden eben diese Rede- und Predigtverbote bekommen. Mhm. Was ist denn das Wichtige für die Glaubenskongregation heute? Also welche Aufgabe hat die?
Zum einen, so wie in diesem Falle, natürlich Mitglieder in kirchlichen Ämtern, also nicht die einfachen Laien, sondern Theologen, etwa auch durchaus zu kontrollieren, ob sie im Sinne der römischen Auffassung vom katholischen Glauben, sich äußern, predigen und so weiter. Also disziplinarisch zu wirken, zum anderen aber auch den Papst zu beraten in Glaubensfragen und dann solche Glaubensmittel wie den Katechismus, etwa ein Werk von mehreren hundert Seiten, zu verfassen und herauszugeben. Also das ist ein entscheidender Unterschied, nur um das nochmal ganz klar zu machen, dass heute eben nicht mehr jeder da enden kann, also vor so einem Inquisitionsgericht, sondern dass das tatsächlich nur die Leute betrifft, die wirklich in der Kirche aktiv sind. Ja, und sie können auch nicht ins Gefängnis mehr gesteckt werden oder Schlimmeres. Sie bekommen schlimmstenfalls ein Berufsverbot, aber können unter Umständen dann auf einem anderen Lehrstuhl einer Universität oder eben in einem anderen Beruf noch wirken. Kardinal Ratzinger war ja lange Leiter dieser Behörde. War sie unter ihm besonders aktiv? Ich glaube, seit 1981, als Kardinal Ratzinger Präfekt der Glaubenskongregation war, hat das schon ein starkes Profil gewonnen. Etwa einmal in der Abwehr von Theologen, die nicht auf Roms Linie lagen, wie der Theologe der Befreiung Leonardo Boff. Oder auch im Falle meines Nachbarn in Paderborn, Dr. Eugen Drewermann, der von seinem Bischof die Lehrerlaubnis entzogen bekam und auch dann vom Priesteramt suspendiert wurde, wohl aufgrund des Drucks von Rom, also der Kongregation für die Glaubenslehre. 1998 wurden ja die Archive der römischen Inquisition geöffnet. Was heißt das jetzt? Kann da jeder praktisch reinschauen oder sind es nur ein paar Auserwählte? Also nicht handverlesene, praktizierende Katholiken, sondern dort finden sich jüdische, evangelische und atheistische Historiker. Aber es ist schon sinnvoll, dass man das methodische Rüstzeug hat, um überhaupt diese alten Schriften erstens lesen zu können, die alte Schrift, und dann auch die lateinischen und teilweise italienischen, aber vor allem lateinischen Texte zu übersetzen und zu verstehen. Sie gehören auf jeden Fall zu den wenigen, die da tatsächlich hin dürfen und da lesen dürfen. Das stelle ich mir ja unglaublich spannend vor, in diesen alten Akten zu forschen. Haben Sie da schon was Spannendes rausgefunden? Ja, vor allem erstmal der Ort ist interessant. Das Archiv, wie die gesamte Glaubenskongregation, ist immer noch in dem Palazzo del Sant'Uffizio, der seit 1560 Sitz der Inquisition ist, wo also schon Galilei seinen Prozess hatte etwa. Und die wichtigste Quelle sind die Protokolle der Sitzung der Inquisition seit 1560. Sind fast alle dieser Sitzungen, die zweimal pro Woche stattfanden, bis ins 18. Jahrhundert oft unter dem Vorsitz des Papstes erhalten. Man hat also einen Einblick in das Innerste gewissermaßen der römischen Glaubenswächter. Glauben Sie, dass da irgendwas mal zensiert wurde? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man wirklich sagt, okay, kommt und forscht und macht, was ihr wollt mit unseren Archiven. Nein, das glaube ich nicht, zumal etwa in der Revolutionszeit um 1800 Napoleon dieses Archiv nach Paris verschleppt hatte. Dort konnte es untersucht werden. Schöne Stücke haben damals schon übrigens ihre Liebhaber gefunden, wie die Prozessakten gegen Galileo Galilei, sind dann später zurückgekauft worden, nach Rom zurückgebracht worden. Nein, das würde auffallen, wenn da ein Stück fehlte, weil das eine serielle Überlieferung ist. Und dann sieht man sofort, aha, die Sitzung vom Donnerstag, dem so und so viel, die fehlt oder da ist ein Blatt entnommen. Da muss was dahinter stecken. Das kann man wohl mit Sicherheit annehmen, dass dieses Archiv komplett so der Forschung zur Verfügung steht. Da haben Sie sicherlich noch viele Tage Aktenstöbern vor sich. Ne? Es ist eine sehr reizvolle Tätigkeit. Danke ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren. Das war sehr spannend. Das war auch Planet Wissen für heute mit einer interessanten Zeitreise in eines der dunkelsten Kapitel der Kirchengeschichte. Wir haben hoffentlich ein bisschen Licht da reingebracht. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.